Hallo ihr Lieben, heute starte ich mit einem neuen Weekly Reading. Eigentlich wollte ich gestern schon damit anfangen. Ich habe es dann gestern mal wieder vergessen. Ich bin echt im Moment so vergesslich. Ich kann mir überhaupt nichts merken. Es ist ganz, ganz furchtbar bei mir. Also ich merke mir überhaupt nichts mehr. So null. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch das Gefühl, ich bin so ein bisschen Overload in meinem Kopf im Moment. Ich weiß aber auch nicht warum, weil eigentlich nichts ist, was mich stark beschäftigt oder sowas. Oder es ist nichts Schlimmes oder so. Ich bin einfach im Moment ein bisschen, ja, vom Kopf her einfach ein bisschen drüber. Keine Ahnung warum. Ja, ich habe gestern mein Neuzugänge-Video gedreht. Das ist heute online gegangen. Und ich habe schon einige Kommentare bekommen bezüglich dieser Leseliste. Also ihr wollt offensichtlich wirklich meine Leseliste sehen, wie ich die gemacht habe. Ich muss mir überlegen, wie ich das Video dann am besten aufziehe dazu und ja, dann mache ich euch mal ein Leselisten-Video. Ich muss mir überlegen die Woche, wie ich das am besten anstelle. Ansonsten gibt es jetzt eigentlich auch nicht so viel zu berichten. Ich hatte ja im Neuzugänge-Video schon gesagt, dass ich aktuell gerade Grisha lese mit der kleinen Sina zusammen. Da muss ich heute noch 35 Seiten ungefähr lesen. Was heißt muss? Also ich freue mich auch, dass ich diese 35 Seiten noch lesen kann. Und eigentlich habe ich ja noch Dark Palace gelesen, den zweiten Teil, aber ich habe dann gestern, nachdem ich mit Grisha meinem Abschnitt fertig war, gedacht, ach komm, du bist jetzt einmal gerade im Lesen drinne, du nimmst dir jetzt Dark Palace und liest Dark Palace. Ich habe angefangen zu lesen und nach 5 Seiten hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe gedacht so, boah, ist das langweilig, ich will nicht mehr. Und ich habe das Buch zugeschlagen, habe es beiseite gelegt und habe es für mich abgebrochen. Ich werde diese Reihe nicht weiterlesen. Ich habe echt beim Lesen gestern gemerkt, wie wenig Lust ich da auf diese Geschichte hatte und wie wenig Lust ich zum Lesen hatte. Und ich möchte mich jetzt nicht durch so einen Scheiß in eine Leseflaute katapultieren. Und ja, ich werde dem Verlag dann meinen Lesemonat schicken, irgendwann, wenn das Video online ist. Und werde da ja auch nochmal erklären, dass ich es abgebrochen habe und wieso, weshalb, warum. Und ja, ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn der Verlag halt so nett ist und Bücher halt auch einfach rausschickt. Aber man muss halt damit auch rechnen, dass die Bücher dann den Leuten nicht gefallen. Ich meine, man fragt sie ja für umsonst nicht an, ne? Ja, also das Buch habe ich dann abgebrochen. Ich habe mir das 300 Seiten angetan. Ich hätte noch 200 Seiten gehabt. Und da draußen ist, glaube ich, hört ihr das? Ist voll der Vogelkampf da draußen gerade. Und ja, ich hätte noch 200 Seiten lesen müssen. Und ich habe dieses Buch jetzt schon über eine Woche mit mir mitgezogen. Und ich habe einfach nicht gelesen dadurch. Ich habe eine Woche lang so gut wie gar nicht gelesen, weil ich einfach keinen Bock hatte. Und deswegen abgebrochen. Ich werde jetzt Grisha heute weiterlesen und dann, also diese Vögel da draußen, die nerven mich gerade. Und dann werde ich mit Brittany C. Cherry heute noch anfangen. Und dann bin ich hoffentlich auch wieder drin, so im Lesen, so für mich. Ich habe keine Ahnung, wie laut ihr diese Vögel hört. Ja, ansonsten ist bei mir auch nicht viel passiert. Ich habe mit der Tina angefangen, ein Spiel zusammen zu spielen. Auf Twitch, wir spielen jetzt zusammen Raft und das ist wirklich ein Spiel, wo ich sage, wo du zu zweit super spielen kannst, das macht zu zweit mega viel Spaß, aber so zu zweit, wenn du noch jemanden hast, so zum Quatschen und zum Austausch, das macht schon echt viel Spaß und wir haben da gestern 5 Stunden gespielt, heute 4,5 Stunden, also da geht auch echt Zeit rein in das Spiel, also du kriegst die Zeit auch nicht mit, dass die so schnell umgeht. Also das war gestern mein kompletter Vormittag und heute mein kompletter Vormittag, was ich mit diesem Spiel zugebracht habe, wo ich mir so dachte, so wow, krasses Ding. Aber es macht halt Spaß. Ich gehe jetzt mal gucken, wo diese Vögel sind. Wartet mal. Toll. Jetzt stehe ich draußen und jetzt haben sie aufgehört. Komische Vögel. Ich gehe wieder rein. Bin ich wieder drin, jetzt machen sie weiter. Na super. Ja, ansonsten gibt es eigentlich auch nicht weiter was zu berichten. Bei mir ist alles wie gehabt. Ich gehe arbeiten, ich komme nach Hause, ich lese, ich zocke, ich spiele mit Milo. Mein Mann ist da, uns geht's gut, Gott sei Dank. Und ja, mehr gibt es im Moment auch nicht zu erzählen. Ich würde sagen, ich melde mich, wenn es Neuigkeiten gibt, wieder. Und gucke mal, was diese Vögel jetzt hier heute noch so veranstalten. Und sag mal, bis dann, macht's gut. Tschüss. Hallo ihr Lieben, nachdem ich jetzt 2 Minuten versucht habe, die Kamera scharf zu stellen und ich festgestellt habe, dass die Kamera mich mit Brille nicht erkennt, musste ich jetzt die Brille absetzen und wieder aufsetzen, dass ich scharf gestellt bin. Egal, vielleicht denkt die Kamera einfach nur, boah, die Alte sieht heute scheiße aus. Ja, ich komme gerade aus der Badewanne, habe frisch geföhnte Haare, bin ungeschminkt, deswegen sehe ich halt nicht mehr ganz so fresh aus. Es ist auch schon abends und ich muss gleich ins Bett. Ich dachte mir aber, ich melde mich nochmal kurz bei euch, denn ich habe seit dem letzten Update Bücher beendet. Wuhu! Ich habe zum einen von Brittany C. Cherry, Wenn Donner und Licht sich berühren, gelesen. Das ist der erste Teil der Music Strike.
Street-Reihe oder Street-Music-Reihe, irgendwie sowas ist die Reihenbezeichnung. Und ich liebe dieses Cover immer noch unglaublich. Es ist so wunderschön. Ich finde diese Wolken mit dem Farbspiel einfach, oh, es ist so gut. Und ja, die Geschichte und das Buch waren auch einfach so unglaublich gut. Leute, Brittany C. Cherry hat es einfach raus. Die schreibt einfach bombastische Geschichten mit ganz viel Gefühl und mit ganz viel Kitsch und Schmalz und so wunderschönen Wörtern. Und die Übersetzung hier war auch wieder richtig gut. Ich fand die Artikulation einfach toll. Ich fand die Redegewandtheit, die man hier in diesem Buch liest, einfach mega schön. Und ja, es werden so viele schöne Metaphern auch wieder verwendet. Und es ist einfach so unglaublich gut. Dieses Buch ist in zwei Teile wieder unterteilt. Teil 1 vorher, Teil 2 nachher, wie es ja bei ihren Büchern öfters der Fall ist. Und ich kann nur sagen, Teil 1 war für mich perfekt. Da gibt es absolut für mich nichts dran auszusetzen. Das war einfach ein so verdammt guter Teil. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich bin voll mitgegangen mit den Charakteren. Und das war auch im zweiten Teil so. Im zweiten Teil hatte ich nur ein Problem. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass die wichtigen Stellen zu wenig Beachtung bekommen haben und dass alles im Gesamten ein bisschen zu kurz ist. Also man hat hier sehr große Sprünge drin in der Geschichte, was jetzt, also jetzt nicht Sprünge im Sinne von Jahren oder so, sondern so Sprünge in Wochen und sowas. Also, wartet mal, mein Mann ruft an. Ich war gerade, glaube ich, bei Teil 2 und dass ich halt fand, dass das zu wenig war und dass die Sprünge zu groß waren. Also jeder, der das Buch gelesen hat, wird vielleicht wissen, was ich meine. Also immer wenn die Beziehung zwischen den beiden wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat, hat man das nicht richtig mitbekommen. Also es ist schwierig zu erklären für die Leute, die das Buch nicht gelesen haben, aber vielleicht wisst ihr ja, was ich meine aus anderen Büchern. Also ich fand einfach die Sprünge, was die Beziehung betraf, zu groß und auch was die Zeitabstände betraf, fand ich die Sprünge zu groß. Und mir hat so dieses Dazwischen gefehlt. Mir haben so die Übergänge gefehlt und das fand ich beim zweiten Teil ein bisschen schade. Aber dieses Buch ist trotzdem einfach verdammt gut und es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte und ich kann euch wirklich dieses Buch nur empfehlen. Es ist einfach unglaublich toll und lest es. Und ja, ich freue mich auf den zweiten Teil, der kommt dann im Oktober raus. Ich weiß gar nicht, um wen es im zweiten Teil geht, ob das Charaktere hier draus sind oder ob das wieder komplett andere Charaktere sind. Bei Brittany C. Cherry hängen ja die Bücher eigentlich nie zusammen. Deswegen gehe ich von aus, dass das eine komplett andere Geschichte ist. Aber ich habe es mir ehrlicherweise gerade nicht nochmal durchgelesen. Und ja, das habe ich beendet zum einen. Und dann habe ich noch beendet vorhin Grisha. Lodernde Schwingen von Labor Duo, der dritte und letzte Teil der Grisha-Reihe. Und was für ein Buch. Diese Reihe ist einfach so unglaublich gut. Ich muss sagen, das Ende kam dann ein bisschen salopp und ein bisschen schnell und es war von der Abhandlung her ein bisschen unerwartet und alles sehr kurz gestrickt, aber es war okay. Also es ist kein Ende, wo ich jetzt sage, ich finde das doof. Labor Duo hat es sogar geschafft, den Bösewicht am Ende, dass man mit diesem Bösewicht sogar am Ende ein bisschen noch mitgefühlt hat und das fand ich schön. Also ich finde das Ende dieser Reihe einfach nur toll. Ich finde diese ganze Reihe einfach nur großartig. Ich finde, diese Reihe hat so viele tolle Charaktere und ich feiere das so, dass Nikolai, der ja in der Grisha-Reihe hier jetzt schon mit drin vorkommt ab Band 2, dass der seine eigene Geschichte bekommt mit King of Scars. Also falls ihr das noch nicht wisst und Grisha gelesen hat, Nikolai bekommt seine eigene Geschichte. Und zwar kommt King of Scars im August raus. Ich weiß auch schon, dass ich dieses Buch vom Verlag bekommen werde. Das war eins der wenigen Bücher, die ich angefragt habe, weil ich es vielleicht schon ein bisschen vor Erscheinungstermin dann bekommen und lesen kann. Aber ich freue mich da einfach so unglaublich drauf, denn Nikolai ist definitiv einer der besten Charaktere der ganzen Reihe. Nikolai kommt auch in Das Gold der Krähen drin vor. Ich finde das so toll, dass er so überall dabei ist. Und ich habe ihn bei Das Gold der Krähen schon gefeiert. Und als ich dann jetzt Grisha gelesen habe und gemerkt habe, dass er da auch drin vorkommt, es war einfach so gut. Und Nikolai hat in der Grisha-Reihe noch eine viel wichtigere Rolle als bei Das Gold der Krähen. Da ist er nur so eine Nebenfigur. Aber hier spielt er halt schon einen sehr, sehr wichtigen Teil und ich bin einfach sehr auf seine Geschichte gespannt. Ich bin gespannt nach dem, was hier mit Nikolai auch alles passiert ist, was jetzt in der neuen Reihe passiert, was da genau los ist und ich freue mich einfach so unglaublich und ich kann euch Grisha wirklich nur empfehlen. Die Bücher sind ja momentan echt schwer zu bekommen, aber im Oktober kommt ein Schuber raus mit Grisha, mit allen drei Teilen und der Schuber soll 40 Euro, glaube ich, kosten, was so ein normaler Preis für einen Schuber ist.
Und ich glaube, ich muss mir diesen Schuber auch kaufen. Der sieht einfach so schön aus. Ich habe jetzt zwar alle drei Hardcover-Bücher, aber ich glaube, ich brauche den Schuber. Der Schuber ist so schön. Der ist einfach so unglaublich schön. Ich glaube, ich muss den haben. Ja, deswegen werde ich mir wahrscheinlich den Schuber dann auch noch kaufen im Oktober, wenn der rauskommt. Aber falls ihr die Bücher lesen wollt und keine E-Books mögt, dann wisst ihr Bescheid. Im Oktober könnt ihr dann den Schuber kaufen. Wup, wup. Und ja, diese zwei Bücher habe ich beendet. Ich lese aktuell noch ein Buch, was noch nicht erschienen ist. Und zwar lese ich gerade, ich kann es euch hier mal einblenden, The Greatest Darkness von der lieben Nikki Kiso. Ihr wisst, dass ich von Nikki schon sehr, sehr viel gelesen habe und dass ich eigentlich auch alles von ihr wahrscheinlich lesen werde, was sie jemals schreiben wird. Und The Greatest Darkness ist so ein bisschen was anderes wie alles, was sie bisher geschrieben hat. Weil Nikki ist ja eigentlich Jugendbuchautorin und The Greatest Darkness ist aber ein erotischer Liebesroman. Und das Thema in diesem Roman wussten Nikki und ich von Anfang an, dass das für mich schwierig werden wird und dass das wahrscheinlich nicht mein liebstes Buch von ihr werden wird. Und so ist es auch. Ich bin jetzt ungefähr bei 70% von dem Buch. Also ich habe es jetzt vorab als E-Book schon bekommen. Dieses Buch kommt Anfang Juni raus, am 1. Juni kommt es raus. Und da kriegt ihr dann auf jeden Fall auch noch meine Rezi da dazu. Und ich habe es jetzt aber vorab schon als E-Book, dass ich lesen kann. Und ja, ich mag das Buch bisher. Es hat so seine Schwächen. Und das waren aber die Punkte, wo ich von Anfang an wusste, dass ich da meine Schwierigkeiten mit haben werde. Also von daher ist es für mich nicht schlimm, aber es lässt sich echt extrem leicht lesen. Man bleibt auf jeden Fall dran an der Geschichte. Man will wissen, was dann weiter passiert mit den beiden. Und ja, mehr dazu verrate ich euch dann, wenn ich das Buch dann quasi rezensieren kann. Am 1. Juni nicht, am 2. Juni kommt meine Rezension dazu raus. Meine Kamera kann mich wieder nicht leiden. Ich werde hier schon wieder stets und ständig unscharf. Ich lasse sie jetzt einfach mal so stehen. Ich bin zwar jetzt in einem doofen Winkel, aber egal. Ja, mehr gibt es jetzt lesetechnisch eigentlich auch nicht zu sagen. Ich werde jetzt, wie gesagt, Greatest Darkness beenden. Werde, weil ich jetzt Grisha fertig habe, mit Das Reich der Sieben Höfe anfangen. Und wenn ich mit Greatest Darkness fertig bin, werde ich, denke ich mal, mit der lieben Nina zusammen Still Broken lesen von April Dawson. Da hat es nämlich gefragt, ob wir das zusammen lesen wollen. Ich glaube, damit könnten wir vielleicht am Wochenende anfangen. Ich werde der Nina mal schreiben, auf jeden Fall, morgen. Und ja, dann will ich ja diesen Monat auf jeden Fall noch lesen Broken Love, den vierten Teil der Sinus auf seinen Reihe. Meine Arbeitskollegin fand dieses Buch unglaublich gut. Deswegen, ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Und ja, was gibt es ansonsten noch so zu berichten? Alles ist wie gehabt. Ansonsten könnte ich euch nur berichten, dass wir am Samstag endlich in Avengers gehen, in Endgame. Ich bin schon so gespannt auf den Film. Ich freue mich da schon so unglaublich drauf. Ich habe hier jedem schon die Hölle heiß gemacht, der mir irgendwas von diesem Film erzählen wollte. Maria, es tut mir übrigens sehr leid, ich war ein bisschen aggressiv. weil ich will über diesen Film nichts wissen und ich freue mich halt, wenn ich nicht gespoilert werde. Und jeder, der mir auch nur ein Fünkchen von diesem Film erzählen will, dem verbiete ich einfach den Mund. Da könnte ich ausrasten, weil ich will einfach nicht gespoilert werden. Und manchmal spoilert man ja einfach unbeabsichtigt durch irgendwelche Kommentare, die man einfach lässt, wo man jetzt denkt, okay, ich spoiler nicht. Aber für diejenigen, die den Film nicht kennen, ist es halt ein Spoiler. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich jedem den Mund verboten, der diesen Film schon gesehen hat. Es tut mir sehr leid. Wie gesagt, ich war ein bisschen aggressiv. Ja, ansonsten, es juckt mir das Auge. Ansonsten gibt es jetzt nicht viel Neues zu berichten. Ich werde jetzt, wie gesagt, langsam ins Bett gehen. Es ist 22 Uhr. Ich bin müde, ich muss morgen wieder früh raus. Aber das Wochenende rückt in Sicht. Also es ist ja jetzt schon morgen Donnerstag und dann ist Freitag. Und Freitag bin ich Mittagskind. Juhu, da muss ich nur bis Mittag arbeiten. Und ja, so viel zum Stand der Dinge. Ich höre jetzt auf, hier rumzulabern. Es ist schon wieder viel zu lang und viel zu viel, was ich hier erzähle. Und ich würde sagen, ich melde mich dann wahrscheinlich am Wochenende nochmal. Bis dann! Wie spät ist das denn? Auch schon um 1. Hallo, guten Tag. Ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Ich glaube Donnerstag? Mittwoch? Irgendwie so? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mich gemeldet habe. Ich weiß nur noch, es war abends. Und ich war müde. Und ich war ungeschminkt.
weiß ich nicht mehr. Ja, ich wollte euch nur ein kurzes Update geben, was ich so die letzten Tage getrieben habe. Ist ja auch wurscht, wann ich das letzte Update gegeben habe. Heute ist auf jeden Fall Samstag und heute gehen wir endlich in Avengers. Ich freue mich schon so. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf Endgame. Ich bin natürlich schon ein bisschen gespoilert worden. Ich bin die letzten Wochen wirklich eigentlich echt spoilerfrei durchs Leben gekommen, auch was Game of Thrones betrifft. Aber heute früh hat mich der fette Spoiler dann doch erwischt. Und das in einer Situation, wo ich es nicht habe kommen sehen, weil nämlich auf Twitch eine Diskussionsrunde aufgemacht wurde zu diesem Film. Und im Titel hieß da, 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 da. Und ich habe das gelesen, weil es auf der Startseite von Twitch war. Und bam, war ich gespoilert. Und ich denke mal so, läuft. Ich hatte diesen Spoiler zwar schon vermutet, wie vermutlich alle diesen Spoiler vermutet hatten, aber dieser Spoiler hat das jetzt halt noch bestätigt und ich dachte mir so, toll, danke, vielen Dank. Naja, egal. Auf jeden Fall gehen wir heute in Avengers, in Endgame. Ich freue mich schon sehr. Ich habe jetzt gerade zwei Videos gedreht. Einmal den Book Series Tag, die Bücher liegen jetzt noch hier hinten, und meinen Lesemonat habe ich davor noch gedreht. Eigentlich wollte ich dann heute das Bücherregal-Video noch drehen, aber es regnet schon den ganzen Tag und es ist urstig dunkel bei uns hier in der Wohnung. Ihr wisst, ich habe ja eine Wohnung im Erdgeschoss. Wir haben sehr, sehr viele Büsche und Pflanzen vor den Fenstern und es kommt absolut nicht viel Tageslicht bei uns rein. Und im Büro, wo meine Regale stehen, ist es noch um einiges dunkler. Und deswegen fürchte ich, werde ich heute nicht drehen können, weil es einfach zu dunkel ist. Und ich möchte ja euch die Bücher auch in ordentlich Licht präsentieren. Und da bringt auch die Softbox nichts, wenn ich die vors Regal stelle, weil das blendet ja dann auch nur und reflektiert. Hier gerade bei diesen ganzen Glitzerbüchern seht ihr ja, wie das reflektiert, und deswegen ist das doof. Naja, verschiebe ich das mal auf morgen. Mal gucken, vielleicht habe ich ja morgen früh die Chance und es regnet nicht, dass ich das drehen kann. Ansonsten ist die letzten Tage auch nicht so viel passiert. Wir waren am Donnerstag mit Milo beim Tierarzt mal wieder, aber nur zur jährlichen Impfe. Und ich muss sagen, er war sehr, sehr tapfer. Der Kleine hat ja immer so Probleme mit Spritzen und die Impfen tun ja immer so ein bisschen weh. Und er hatte dann so abends so ein paar Schwierigkeiten mit dem Liegen, weil er eine Spritze hat er links reingekriegt und eine rechts, weil er halt so eine Doppelimpfe gekriegt hat. Und ja, aber es ging dann auch wieder ein paar Stunden später und er war sehr, sehr tapfer beim Tierarzt. Er hat auch nicht geknurrt oder geschnappt oder so. Also es war alles gut, es geht ihm jetzt auch gut. Also alles im grünen Bereich, Gott sei Dank, was Milo betrifft. Ansonsten spiele ich aber noch gerne Computerspiele im Moment und ich habe gestern mit Tina, wir haben Raft gespielt. Ich glaube, wir haben insgesamt 8 Stunden oder so gespielt. Wir haben um 6 angefangen und um 1 aufgehört. Wie lange ist denn das? Um 7, um 8, um 9, um 10, um 11, um 12, um 1. Also 7 Stunden. Wir haben 7 Stunden gestern Raft gespielt, am Stück. Ich bin 7 Stunden nicht von meinem Stuhl aufgestanden, um irgendwas zu machen. Ey, mir tun heute so hier die Schultern weh. Das geht gar nicht, weil ich einfach durch diese krampfhafte Haltung bei uns am Computer so verkrampft war hier, dass alles wehtut. Aber es hat einfach so viel Spaß gemacht, mit Tina Raft zu spielen. Und dieses Spiel ist auch, du hast immer was zu tun und du musst immer was machen und bauen und Dinge tun. Und da geht die Zeit halt auch übelst schnell rum. Aber ich dachte mir dann nur so, Alter, 7 Stunden, was läuft bei uns falsch? Naja, egal. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich schon, wenn wir dann das nächste Mal spielen. Ich spiele mit Tina sehr, sehr gerne zusammen. Ich finde, wir beide funktionieren da auch super. Und ja, das habe ich dann gestern gemacht. Ich bin deswegen auch ein bisschen müde, weil ich bin dann auch erst um 2 ins Bett. Und dann bin ich 7:30 wieder aufgestanden, weil Milo raus musste. Und deswegen habe ich ein bisschen wenig Schlaf heute bekommen. Ich denke mal, die Nacht schlafe ich wie eine Tote. Und ja, so viel von mir. Sonst gibt es auch nicht viel Neues zu berichten. Ich habe die Woche Grisha fertig gelesen. Ich habe, was habe ich denn noch gelesen? Ich habe Grisha gelesen. Ich habe von Nikki das neue Buch gelesen, Greatest Darkness. Da ich nicht weiß, wann das Video hier online geht und ob das Buch da schon draußen ist, kann ich dazu jetzt noch nichts sagen. Ich kann nur sagen, ich habe es vorab als Rezensionsexemplar von ihr bekommen und ihr kriegt dazu auf jeden Fall ein extra Video. Wie gesagt, es kann auch sein, dass das Video schon online ist, bis ich das hier wieder geschnitten habe und hochgeladen habe. Ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Auf jeden Fall, das Buch habe ich die Woche noch gelesen und dann habe ich Dark Palace letzte Woche ja abgebrochen. Und was habe ich denn auch noch gelesen? Habe ich nicht noch irgendwas anderes gelesen? Britain Easy Cherry habe ich doch die Woche noch gelesen. Ja, aber das hatte ich euch ja alles schon erzählt, ne? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, aktuell bin ich bei Das Reich der 7 Höfe, Frost und Mondlicht. Da habe ich gestern angefangen und habe jetzt schon 139 Seiten gelesen. Ich mag das Buch bisher sehr. Es ist, wie alle gesagt haben, es passiert inhaltlich gesehen nicht wirklich viel. Man kehrt halt einfach in die Welt zurück und bekommt einen Einblick darauf, was nach der letzten Schlacht um Hypern eigentlich passiert ist, wie es den Leuten geht, wo die alle so stehen.
Und es ist halt wirklich einfach nur ein Überleitungsteil zur Spin-off-Reihe. Und ich finde das aber schön. Also ich mag das Buch wirklich sehr, weil ich einfach die Charaktere über alles liebe. Und ich freue mich halt einfach zu sehen, wie es den Charakteren geht und was halt alles so auch gerade so für Schwierigkeiten jetzt nach dem Krieg noch da so sind und was da alles noch so dranhängt. Und ja, ich freue mich einfach auf die Spin-off-Reihe und bin gespannt, was unsere Nebencharaktere so alles für Geschichten bekommen. Und ja, bisher mag ich das Buch sehr, auch wenn es jetzt ein Buch ist, was man nicht unbedingt lesen muss. Also ich sag mal, jeder Hardcore-Fan von Das Reich der Sieben Höfe wird dieses Buch lesen, einfach weil es dazugehört. Aber man muss es nicht lesen, definitiv nicht. Und ja, ich mag es trotzdem. Ansonsten fange ich am Montag mit der lieben Nina von Ninas Lesezeit, die ja leider auch keine Videos mehr macht. Ich habe schon gesagt, jeder hört auf, hier Videos zu machen, den ich gerne gucke. Auf jeden Fall fange ich mit Nina an, am Montag Still Broken von April Dawson zu lesen. Ich bin schon sehr gespannt. Das Buch ist ja im Großen und Ganzen nicht ganz so gut weggekommen. Deswegen, ich bin mal gespannt auf die Geschichte und wie es mir gefallen wird. Ich freue mich auf jeden Fall, mit der Nina wieder ein Buch lesen zu können. Wir haben sehr, sehr lange nichts zusammen gelesen. Ja, das ist so der aktuelle Stand bei mir. Ich werde jetzt hier mein Bücherchaos aufräumen und die Bücher alle wieder wegräumen. Und ich muss auf jeden Fall ja heute noch den Lesemonat schneiden, dass der morgen online gehen kann. Das werde ich jetzt versuchen noch zu tun, obwohl ich nicht mehr so viel Zeit habe. Und ja, also falls der Lesemonat morgen später online geht, wisst ihr Bescheid. Dann habe ich das heute alles nicht mehr geschafft, weil ich muss Milo dann noch zu meiner Mama bringen, weil der heute bei meiner Mama schläft. Und das ist alles so ein bisschen kompliziert ja immer bei uns. Und ja, naja, wird schon alles schief gehen. Ich warte jetzt auch erstmal, dass mein Mann nach Hause kommt. Der ist gerade beim Sport, dass wir noch Mittag essen können. Und wie das halt immer alles so ist. So, und jetzt höre ich auf, hier groß rumzulabern und sag mal, bis später. Bye, bye. Hallo ihr Lieben, heute ist Dienstag, der 15. Mai und ich dachte mir, ich melde mich mal. Ich habe mich jetzt schon wieder ein paar Tage lang gar nicht gemeldet. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage ich mich nicht gemeldet habe. I don't know. Ich glaube, ich habe das letzte Mal erzählt, dass ich mit Das Reich der Sieben Höfe 4 angefangen habe. Habe ich doch, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich habe jetzt als letztes Das Reich der Sieben Höfe gelesen und beendet am Sonntag. Und ja, der vierte Teil ist, wie viele sagen, ein Teil, den man nicht lesen muss. Aber als Fan dieser Reihe sollte man ihn unbedingt lesen. Ich fand es einfach ganz, ganz toll, wieder in diese Welt einzutauchen, zu sehen, was aus den ganzen Charakteren geworden ist, zu sehen, wo stehen die Charaktere heute. Und ich glaube, man liest am Ende hier wahrscheinlich auch schon den Anfang der Spin-off-Geschichte von Nesta und Cassian. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Ich finde im Allgemeinen, was Nesta anbelangt, was man hier so über sie alles erfahren hat, what the hell ist bei der bitte falsch? Was stimmt mit der nicht, ey? Hammerhart. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr doll gespannt auf die Geschichte von Cassian und Nesta. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, es ist ein Buch, was man nicht lesen muss. Es ist schön geschrieben. Ich fand es toll, einfach wieder in diese Welt einzutauchen, zu sehen, was mit den Charakteren passiert ist. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist ein 330-Seiten-Buch, wo nicht wirklich viel passiert. Also es passiert eigentlich nichts in diesem Buch. Nichts Spannendes, nichts Spektakuläres. Also wie gesagt, wer nicht übelster Fan der Reihe ist, so wie ich, der braucht dieses Buch rein theoretisch auch nicht lesen. Ansonsten habe ich gestern zwei neue Bücher angefangen zu lesen. Und zwar zum einen Still Broken von April Dawson. Da habe ich die ersten 50 Seiten gelesen. Da werde ich jetzt noch 50 Seiten lesen. Das lese ich mit der lieben Nina zusammen. Und ja, der Einstieg in das Buch war so ein typischer New Adult-Einstieg. Der Schreibstil ist locker, leicht und einfach. Also ich denke mal, man kommt echt super gut durch das Buch. Ich kann zum Inhalt noch nichts sagen nach 50 Seiten. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Und lass mich da jetzt mal überraschen. Viele haben ja auch gesagt, dass es nicht so dolle sein soll. Ich bin jetzt mal gespannt und bild mir mal meine eigene Meinung. Und ja, also das lese ich zum einen Still Broken. So, jetzt musste ich fix den Akku wechseln. Der ist mir mitten im Reden ausgegangen. Diese Akkugeschichte und ich, ne, das nimmt einfach kein Ende. Ich bin halt einfach sowas von unvorbereitet jedes Mal. Auf jeden Fall lese ich gerade noch Die Wellen singen. Das ist der dritte Teil in Deutschland zur Tyrant Soul, nicht Tyrant Soul, Mistral-Reihe. Tyrant Soul ist die andere, die ich noch lesen möchte. Das ist der dritte Teil der Mistral-Reihe. Im Englischen ist es der zweite Teil. In Deutschland wurde das Buch auf 2x2 Bücher aufgesplittet, deswegen wir in Deutschland dann schon 4 Teile haben und die in England und Amerika nur 2. So viel zur Info. Auf jeden Fall ist das der erste, dritte, was auch immer Teil dieser Reihe. Und da habe ich gestern 100 Seiten gelesen und ich muss sagen, es war am Anfang sehr, sehr viel, ja, wo ich dachte so, okay, das muss ich jetzt alles erstmal verarbeiten. Also die Autorin tut so die ersten 100 Seiten wirklich die Welt nochmal erklären, die Umstände nochmal erklären, die ganzen
Königreiche und die Verhältnisse nochmal erklären. Und du kriegst nochmal einen kleinen Rückblick, was passiert ist mit Winter und Chamsin und was dann quasi jetzt so eine Geschichte von Gabriella und Dils herangeführt. Und ja, jetzt habe ich gestern so weit gelesen, dass sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Also sie haben sich das erste Mal gesehen und weiter habe ich gestern dann nicht mehr gelesen. Ich bin jetzt gespannt, was auf jeden Fall da weiter passiert und ja, da kann ich jetzt auch noch nicht so viel sagen. Also bis jetzt mag ich es. Ich mag den Schreibstil von C.L. Wilson auf jeden Fall sehr. Und ja, auch hier werde ich berichten, wenn ich weiter am Lesen bin, was da so abgeht und ob mir das gefallen hat oder nicht oder wie auch immer. Und ja, ich finde es halt schwierig, wenn man gerade angefangen hat, Bücher zu lesen, sich da schon ein Urteil drüber zu bilden. Deswegen kann ich jetzt nicht wirklich was dazu sagen. Ansonsten habe ich heute eine Mittagspause gesündigt. Ich war im Buchladen. Aber ich habe nur ein Buch gekauft und ich habe das Buch gekauft, was auch auf meiner Leseliste steht für nächsten Monat. Zwar erst, aber dann habe ich es jetzt halt schon mal da. Und zwar habe ich gekauft den vierten Teil der Ivy Years-Reihe, wenn wir vertrauen. Ich habe immer was gedacht, wen wir vertrauen, aber es heißt, wenn wir vertrauen. Und ich finde, dass der vierte Teil auch wieder richtig süß klingt. Ich mochte ja die ersten drei Teile der Ivy Years-Reihe sehr und ja, schauen wir mal, wie das Schätzchen hier so ist. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt bei mir eingezogen, Teil 4 der Ivy Years. Und dann, oh, warte. Und dann kam heute noch Bücherpost vom Thalia, Schleichwerbung. mein Schatzi hat PayPal-Punkte mal wieder eingelöst für mich und hat mir ein Buch bestellt. Wartet, ich pack mal aus. Also ich weiß, welches Buch da drin ist, aber ich packe es jetzt mit euch zusammen aus. Ich habe schon wieder einen voll super Winkel. Ich habe kleinen Kopf, großen Körper, aber egal. So, warte, jetzt muss ich dieses Buch nur noch rauskriegen. Und es fängt gerade an, übel zu regnen bei uns. Ja, hier haben wir das Schätzchen. Der achte und vorletzte Teil der Diamonds for Love-Reihe. Vertraute Gefühle heißt der. Und da geht es jetzt um Daniel Bennett und um Caroline Dunn. Ich hatte ja das letzte Mal schon, glaube ich, was dazu gesagt. Deswegen werde ich jetzt nicht nochmal was dazu sagen. Und ja, das habe ich von Schatzi bekommen. Das Buch steht auch aus nächsten Monat auf meiner Leserliste. Das heißt, die zwei Schätze, die ich heute gekauft habe, werde ich aus nächsten Monat lesen. Ich muss sagen, bisher schaffe ich es ganz gut, mich an meine Leseliste zu halten. Ich versuche mal ganz kurz hier noch den Lieferschein rauszukriegen. Also ich muss sagen, bisher schaffe ich es echt ganz gut, mich an meine Leseliste zu halten. Ich tue ja mir nicht genau vorschreiben, in welcher Reihenfolge ich die Bücher lese, sondern ich habe mir einfach nur eine bestimmte Bücher für einen Monat festgesetzt. Und dadurch klappt das bis jetzt ganz gut. Also ich bin mal gespannt, ob das weiterhin so gut funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich diesen Monat alle Bücher schaffen werde zu lesen, weil es sind, glaube ich, insgesamt 12 Bücher auf meiner Liste. Das war ein bisschen viel, Susi. Da habe ich mich ein bisschen übernommen. Aber ja, bisher funktioniert so im Großen und Ganzen ganz gut mit mir und der Liste. Und ich muss endlich auch mal dieses Leselisten-Video in Angriff nehmen. Ich glaube, das mache ich Samstag. Ich will am Samstag das Bücherregal-Video drehen. Das wollte ich letzten Samstag schon drehen, habe ich dann vercheckt und hatte dann irgendwie auch keine Lust mehr. Und ja, also das Bücherregal-Video wird am Samstag gedreht. Das soll ja dann auch Sonntag online gehen. Und dann noch das Leselisten-Video. Das werde ich noch machen. Da überlege ich immer noch, wie ich es mache. Ich glaube, das Leselisten-Video werde ich direkt mit der Webcam aufnehmen über das Streamlabs, weil da kann ich die Leseliste direkt einblenden und sie euch direkt zeigen und da muss ich sie nicht irgendwie noch so einbinden. Oder? Auf jeden Fall überlege ich mir das Ganze nochmal, wie ich das mit der Leseliste mache. Ich lasse mir da schon noch was einfallen und ich stelle gerade fest, ich habe hier total Panda-Augen. Ach egal, ich bin jetzt zu Hause, ich habe Feierabend, da sieht mich keiner. Außer Milo und mein Mann und denen ist das egal, ob ich Panda-Augen habe oder nicht. Gibt es eigentlich auch nichts weiter zu berichten? Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich euch erzählt, dass wir in Endgame waren? Wir haben Endgame geguckt und dass der Film total anders war, wie ich ihn mir vorgestellt habe, aber so total, total. Ich glaube, das habe ich euch erzählt, oder? Das fange ich jetzt nicht nochmal an. Und ja, Milo fängt schon wieder an zu bellen. Ich höre jetzt auch auf, ich muss gleich meinen Schatzi abholen und will vorher noch schnell die 50 Seiten Still Broken für heute lesen. Deswegen höre ich jetzt erstmal auf und wir sehen uns ja gleich wieder. Also ich euch in ein paar Tagen, wenn ich hier weiterfilme, aber ihr mich ja gleich. Und ach, egal, ihr wisst schon. Bis dann! Hallo ihr Lieben, es ist Freitagabend. Also eigentlich genau genommen haben wir fast Samstag. Und ich habe bis jetzt noch gelesen und habe heute noch zwei Bücher beendet. Oh, Entschuldigung. Ich muss dringend ins Bett. Ich bin todmüde, aber ich wollte die Bücher halt gerne noch fertig lesen. Und
Und ja, ich würde mal sagen, ich fange mit dem guten Buch zuerst an. Und zwar habe ich heute beendet Die Wellen singen von C.L. Wilson. Das ist der dritte Teil der Mystery-Reihe. Den vierten Teil werde ich dann morgen anfangen. Das ist Wenn der Sturm tobt. Es ist ja mal eine Geschichte, aber der Verlag in Deutschland hat sich ja entschieden, da zwei Bücher draus zu machen. Und ja, ich habe jetzt Die Wellen singen gelesen und das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat mir nicht so gut gefallen wie die Geschichte von Chamsin und Winter. Ist aber trotzdem eine richtig, richtig gute Geschichte und ich bin jetzt sehr gespannt auf den zweiten Teil. Ich befürchte, dass die Geschichte nach dem Break hier ziemlich übel weitergeht, weil, ich weiß nicht, ich habe das einfach im Gefühl, dass jetzt nicht das passieren wird, was man sich jetzt erhofft als Leser. Dafür ist C.L. Wilson einfach zu gut. Und ich bin gespannt, wie das jetzt mit dem zweiten Teil dann weitergeht. Wie gesagt, den werde ich dann morgen anfangen. Und ja, ansonsten geht es hier um die Schwester von Chamsin, um Gabriella. Und Gabriella ist ja eine von den Jahreszeitenprinzessinnen. Jetzt habe ich überlegt, wie die heißen. Und im ersten Teil ging es ja um Chamsin. Und Chamsin war Sturm, also von ihrem Namen, Wetternamen her. Und jetzt geht es halt um Sommer und Sommer ist halt Gabriella. Und die Autorin hat es echt wieder geschafft, eine richtig coole Geschichte zu schreiben. Sommer ist die liebreizendste von den Schwestern und die ruhigste und die liebenswerteste und die mit dem größten Herz. Und sie kommt dadurch halt auch als die Schwächste der Schwestern rüber, so von den Gaben her. Denn Sommer hat eine Gabe, die sehr, sehr gefährlich ist und deswegen tut sie sich schon seit ihrer Kindheit komplett verstecken und hat auch niemanden davon erzählt. Also ihre Mutter wusste davon, aber ansonsten halt niemand und als ihre Mutter gestorben ist, hat sie halt mit niemandem drüber gesprochen. Und jetzt ist es so, dass aufgrund eines Bündnisses, was im ersten Teil eingegangen wurde, das Volk der Kalbernerianer oder so, ich weiß jetzt nicht, wie man die genau richtig ausspricht, ich und Namen. Ja, auf jeden Fall hatte das Königreich Winter sich mit denen verbündet und die haben einen Pakt geschlossen und haben halt gesagt, okay, wenn der Krieg vorbei ist, dürfen wir dann zurückkommen und uns unter euren Frauen Bräute aussuchen. Und ja, das ist jetzt der Fall. Oh Gott. Und auch der Prinz der Kalbernerianer, Dils, ist mit unter den Männern, die jetzt gekommen sind, um sich eine Frau zu suchen und soll eine der Jahreszeitenprinzessinnen heiraten. Und er darf sich aussuchen, welche davon er heiraten möchte. Und seine Berater haben ihm aber nahegelegt, sich an Frühling und Herbst zu halten, weil die die mit den stärksten Gaben sind. Und Sommer fällt da irgendwie total hinten runter und mit dem Plan geht dann halt Dils auch dorthin und ja, als er dann aber Sommer sieht, ist alles ganz, ganz schnell vergessen und dann beginnt die Geschichte von den beiden und C.L. Wilson hält hier auf jeden Fall wieder einige Überraschungen bereit und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf den zweiten Teil, wie das Ganze jetzt weitergeht. Ja, mehr kann ich jetzt im Moment auch nicht sagen. Also ich fand das erste Buch hier wieder richtig, richtig gut. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil und ja, werde euch dann auch berichten. Entschuldigung. Wie bei der zweite Teil gefallen hat. Sorry, ich gähne hier zwischendurch immer rum, aber ich muss echt ins Bett. Dann habe ich ja mit der Nina zusammen das Buch hier angefangen und die ersten 50 Seiten waren wirklich noch recht vielversprechend. Aber dann fing dieses Buch an, in Schwachsinn abzudriften. Leute, sowas habe ich noch nicht gelesen. Dieses Buch ist genauso eine rotzbeschissene Scheiße wie Burben Kings, nur dass es auf eine lächerliche Weise so ist und Burben Kings war einfach nur auf eine ekelhafte Weise so und das ist halt einfach nur in meinen Augen lächerlich. Es tut mir leid, ich kann das nicht anders sagen. Jeder, der dieses Buch toll findet, fühlt euch von mir nicht auf den Schlips getreten, weil es mir nicht gefällt. Ich fand dieses Buch einfach kacke. Ich finde, die Autorin hat überhaupt es nicht auf die Reihe gekriegt, dass sie Zeiträume richtig beschreibt. Also in diesem Buch, du liest dann und denkst, okay, jetzt sind so eine Woche vergangen, so von den Beschreibungen her und dann steht da, ja, es sind Wochen vergangen. Und du denkst dir einfach nur so, echt jetzt? Also eigentlich war das nur eine Woche. Dann tut die Autorin hier von Szene zu Szene hüpfen, ohne die vorherige Szene abzuschließen. Also die Autorin fängt eine Sache an, in diese Geschichte einzubauen und bringt diese Sache aber nicht zu Ende. Zum Beispiel ganz am Anfang war eine Szene, da hatte sie sich Pizza bestellt.
Und sie hat auf den Pizzaboten gewartet. Und auf einmal klingelt es an der Tür. Und du weißt als Leser schon, es ist nicht der Pizzabote, der klingelt. Auf jeden Fall rennt sie noch mit ihrem Portemonnaie in der Hand zur Tür. Und da steht dann halt er davor und sagt, komm, geh mit mir auf ein Abenteuer. Und sie geht dann natürlich mit ihm auf ein Abenteuer. Aber was mit dem Pizzaboten ist, der ihre Pizza liefert, ist egal. Der ist danach auch nicht sauer oder so, dass sie einfach nicht zu Hause war, um halt die Pizza entgegenzunehmen oder so. Das ist dann halt völlig so. Das interessiert dann halt keinen mehr. Und solche Sachen regen mich aber in Büchern auf. Dann hat die Autorin, und das war nicht nur, das war eine Stelle, sowas passierte mehr als einmal in diesem Buch. Ich finde, je weiter dieses Buch voranschritt, umso lächerlicher wurde es einfach. Die Autorin hat einfach zu viele Dinge in diese Geschichte eingebaut. Also wir haben ja zum einen das typische Klischee, Good Girl verliebt sich in Bad Boys, ist Jungfrau, hatte einen Freund, wollte mit ihm nie Sex haben, weil sie ihm einfach nicht vertraut hat. Und dann hat sie ihn kennengelernt und so quasi nach dem zweiten Date steigt sie mit ihm in die Kiste, weil es ja so anders ist mit ihm. Ich will sowas nicht mehr lesen, ich kann sowas nicht mehr lesen. Dieses Klischee wird bedient, dann stirbt eine Person, die ihr sehr, sehr wichtig ist und nur durch ihn schafft sie es durch diese schwere Zeit, muss aber trotzdem noch zum Therapeuten, weil sie nicht darüber klarkommt. Dann ist noch eine Mafia-Geschichte mit drin, die drin vorkommt. Es ist eine Entführungsgeschichte noch, die mit drin vorkommt. Es ist einfach viel zu viel, was in diesem Buch passiert. Und alles wird nur angeschnitten, aber nicht richtig abgehandelt. Und du denkst dir die ganze Zeit beim Lesen, willst du mich doch jetzt verarschen. Auf jeden Fall driftet dieses Buch, je weiter es voranschreitet, immer mehr ins Lächerliche ab. Also, ich kann euch ja mal, finde ich das jetzt auf Anhieb, die Stelle vorlesen, wo ich so gelacht habe, unter anderem. Ich glaube, die finde ich jetzt gerade nicht. Ich kann euch ja mal noch eine Stelle sagen, wo ich sehr gelacht habe. Es ist dann so, dass wir einen Zeitsprung in dieser Geschichte haben. Also, der erste Teil in der Geschichte spielt auf dem College. Sie ist gerade auf das College gekommen, also hat ihr erstes Semester, ist gerade 18 Jahre alt. Lernt ihn dann relativ zeitig am Anfang kennen und verbringt so vielleicht das erste College-Jahr mit ihm. Also mehr dürfte das nicht gewesen sein. Dann spielt die Geschichte 3 Jahre später. Also rein rechnerisch hat sie ihr College gerade beendet. Ne, weil College geht ja so in der Regel so 4 Jahre mit 8 Semestern, dann hast du deinen Abschluss. So zumindest so, wie man es so aus anderen Büchern kennt. Aber sie hat wahrscheinlich ein Power College hingelegt und hat wahrscheinlich nur 2 Jahre studiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie dann 3 Jahre später Journalistin bei einem Fernsehsender und bekommt ihren Traumjob, für den sie jahrelang hart gearbeitet hat. Und du denkst dir einfach nur so, was hat die denn jetzt dafür gearbeitet, 3 Jahre lang? Sie war ja vor 3 Jahren noch auf dem College und im 2. Semester und jetzt, das hat für mich schon mal 0 Sinn ergeben. Und dann, ja, der Typ lässt die sitzen. Der verschwindet einfach von heute auf morgen und lässt die sitzen. Ohne Erklärung, ohne alles. Und dann ist er auf einmal wieder da. Und sofort steigt die mit dem in die Kiste. Es ist dann nach einem kurzen Geplänkel und Erklärungen alles vergeben und vergessen. Und eigentlich hat sie ja auch einen Freund. Dieser Freund wird dann nie wieder erwähnt. Der wird dann irgendwann am Ende nochmal so am Rande erwähnt. So, huch, da war ja noch was. Also, das sind alles solche Sachen, die einfach unlogisch sind. Und sowas von weit hergeholt und sowas regt mich auf. Wenn da nicht wenigstens ein Funken Logik dahinter ist. Und wenn das alles nicht zusammenpasst, das ist einfach nur zum Kotzen. Ich werde hier schon wieder unscharf. Falls ich jetzt wieder unscharf werde, ignoriert es einfach. Auf jeden Fall tut sie dann, nachdem sie ihn ja 3 Jahre nicht gesehen hat, ausfindig machen. Und begegnet ihm dann wieder auf dem Friedhof. Also sie ist gerade auf dem Weg weg vom Friedhof und stolpert auf einem Kiesweg über einen Stein. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich immer noch lachen. Und sie fällt auf die Knie und das Blut strömt ihr die Beine hinab. Und er kommt dann und hilft ihr auf. Und er sagt dann, das müssen wir reinigen, das müssen wir verarzten. Ich bring dich nach Hause, du kannst in diesem Zustand kein Auto fahren. Ich mir denke, was ist falsch bei dem? Alter, die ist hingefallen und hat sich die Knie aufgeschurft.
Oder willst du mir erzählen, dass sie nicht mehr Auto fahren kann? Oh, was stimmt nicht bei denen? Das ist sowas von hohl und sowas von unrealistisch. Ganz ehrlich, wenn ich auf die Fresse falle und mir wird ein Typ aufhelfen, den ich 3 Jahre lang nicht gesehen habe, den ich immer noch irgendwie verknallt bin, auf den ich aber eigentlich auch richtig sauer bin, weil er mich einfach hat sitzen lassen, dann sage ich nicht, ja, hilf mir auf die Beine und verarzte mich. Ganz ehrlich, welche Frau macht das denn bitte? Ja, und es gibt noch viel mehr solcher abstrusen und behämmerten Szenen in diesem Buch. Dieses ganze Buch ist einfach nur lächerlich. Ich meine, wir haben es jetzt trotzdem gelesen. Wir waren dann über den Punkt schon hinaus, dass wir es abbrechen konnten, wo es dann so wirklich richtig lächerlich wurde. Und dann haben wir gedacht, ach komm, das liest sich echt schnell. Also es lässt sich wirklich sehr, sehr schnell lesen. Und haben es dann halt wirklich bis zum Ende gelesen. Aber ich kann euch nur sagen, Leute, es ist keine Geschichte, die ihr lesen müsst. Ihr verpasst auch nichts, wenn ihr es nicht lesen tut. Also nein, es ist einfach nur hohl. So, wunderschönes Cover, total beschissene Geschichte. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ansonsten ist bei mir die Woche auch nicht wirklich viel passiert. Unser Herd inklusive Backofen ist kaputt gegangen. Ich könnte so kotzen. Und wir wollten ja nächstes Jahr eigentlich, wenn wir dann eventuell umziehen, eine neue Küche kaufen und dann halt eine richtige Küche kaufen, so mit Hochofen und Induktionskochfeld und halt einfach eine schöne Küche kaufen. Und daraufhin hatten wir jetzt auch schon angefangen zu sparen und alles. Und dann geht einfach dieser beknackte Ofen kaputt. Und du denkst dir so, warum? Schicksal, warum? Warum kann dieser Ofen jetzt nicht noch bis nächstes Jahr durchhalten? Warum? Ja, wir haben jetzt hin und her überlegt, wie wir was machen, ob wir einen neuen Ofen kaufen, ob wir einen alten Ofen kaufen quasi und jetzt den überbrücken. Und naja, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir dann nächstes Jahr einfach nur eine Küche ohne Geräte kaufen, weil einen Kühlschrank brauchen wir auch nicht, den haben wir auch erst vor 2 Jahren gekauft. Und wir werden dann nächstes Jahr einfach nur eine Küche kaufen mit Schränken. Und wir haben jetzt einen neuen Herd und Ofen gekauft, wo du das auch getrennt verbauen kannst, dass du den Ofen quasi auch als Hochofen nehmen kannst. Und haben jetzt ein separates Induktionskochfeld gekauft. Wir haben jetzt ewig hin und her überlegt, gestern, ob wir jetzt normales Ceran-Kochfeld wieder nehmen oder doch Induktion. Und haben nochmal Vor- und Nachteile gegenüber abgewegt und haben jetzt einfach gedacht, ach komm, wir probieren das jetzt mit dem Induktion einfach mal. Und ja, haben jetzt einen neuen Herd bestellt heute, der kommt morgen. Ich danke dem 24-Stunden-Lieferservice, sonst hätten wir jetzt 14 Tage drauf warten müssen. Aber da wir aufgrund eines Rabattes die eigentlichen Versandkosten nicht zahlen mussten, haben wir uns dann gedacht, gönn dir und nimm den 24-Stunden-Lieferservice noch dazu. Dann wartest du keine 14 Tage und hast das Ding halt gleich den nächsten Tag. Ansonsten ist bei mir die Woche eigentlich auch nichts passiert. Es ist alles beim Alten. Milo geht's gut, meinem Mann geht's gut, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde. Ich glaube, ich habe auch inzwischen echt den Schlafzimmerblick. Und ja, da gibt es eigentlich auch nichts zu sagen gerade im Moment. Ich bin ein bisschen matschig im Kopf. Ich werde, wie gesagt, morgen mit Wenn der Sturm tobt anfangen. Und parallel werde ich, glaube ich, Neighbor's Dearest jetzt erstmal lesen, dass ich das auch endlich mal abgehakt habe. Die beiden Bücher stehen auf jeden Fall noch auf meiner Leseliste. Dann werde ich morgen auf jeden Fall mein Bücherregal-Video schneiden und hochladen und fertig machen, dass es am Sonntag online gehen kann. Dann habe ich noch einen Tag gedreht, der sollte eigentlich diese Woche schon online gehen. Ich bin aber nicht dazu gekommen, das zu schneiden abends. Deswegen werde ich dann morgen auch noch den Tag schneiden, dass der dann am Mittwoch online gehen kann. Danach den Sonntag gehen die Neuerscheinungen online, wobei ich noch nicht weiß, ob ich drehe oder wieder ein Live-Hangout mit euch mache. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie ich Lust habe. Und dann wollte ich das Leselisten-Video mal noch in Angriff nehmen. Das werde ich dann aber erst nächste Woche drehen, weil ich ja gesagt, morgen oder vielleicht am Sonntag, ich muss mal gucken, wie ich Lust habe zum Drehen. Auf jeden Fall wird es noch ein paar Tage dauern, ehe das online geht, weil ich mir auch noch nicht 100%ig sicher bin, wie ich das mit dem Leselisten-Video mache. Irgendwie kriege ich das schon hin. Und ja, mehr gibt es jetzt auch nicht zu erzählen. Ich laber schon wieder viel zu viel. Es tut mir leid. Ich denke mal, ich melde mich vielleicht Montag nochmal und Mittwoch nochmal und beende dann das Weekly Reading,
Weil das muss ja dann auch irgendwann nochmal mit online gehen. Dann irgendwie so die Tage. Deswegen sage ich jetzt mal Tulidu. Bis dann dann. Hallo ihr Lieben, da haben wir sie wieder, die ungeschminkte Wahrheit. Und meine Haare sind auch immer noch nass. Und ich müsste sie eigentlich föhnen und noch glätten. Sonst sehe ich morgen aus wie der Strubbelpeter, aber egal. Ich bin müde, ich gehe jetzt gleich in mein Bett. Ich verfluche dann die Zukunft zu sie morgen früh, dass ich das heute nicht mehr gemacht habe, aber ich habe keinen Bock. Ich mache mir morgen irgendwie einfach ein Dutt oder so. Zum Pony schneiden müsste ich auch mal wieder. Das ist schon wieder echt extrem lang hier, das Teil. Ach, das wird die Zukunft Susi dann irgendwie die Tage mal entscheiden und mal einen Termin machen. Kennt ihr das auch, wenn ihr denkt, ach, das kann deine Zukunftsversion machen, da musst du dich jetzt nicht drum kümmern und dann denkst du dir so, oh, Vergangenheits-Ich, ich hasse dich. Geht mir öfters so. Ja, ich wollte mich einfach nur noch mal ganz kurz bei euch melden. Heute ist Mittwoch, der 22. Mai. Ich habe gelesen und zwar habe ich angefangen mit dem vierten Teil der Sinners of Saint Reihe mit Broken Love. Und ich muss schon sagen, dieses Buch ist echt keine leichte Kost. Ich hatte ja vor kurzem aus Broken Darkness gelesen, was auch keine leichte Kost ist. Aber das hier ist für mich schon noch ein bisschen härter. Unsere Protagonistin hier wird im Alter von 16 Jahren vergewaltigt. Und das nicht nur von einem Kerl, sondern von dreien. Und die tun sie auch so noch ganz, ganz schlimmes Handeln. Und es ist für mich schon echt schwer zu verdauen, sowas. Ich finde es aber gut, das Buch hat vorne eine Triggerwarnung drin. Ich finde ja sowas immer gut, wenn es in Büchern drin steht, weil es wirklich Leute gibt, die jetzt damit auch überhaupt nicht zurechtkommen. Ich sag mal, ich finde sowas nicht schön, ich mag sowas eigentlich nicht gerne lesen, aber ich kriege jetzt keine Albträume davon oder so oder falle in ein Loch oder werde runtergezogen oder sowas. Also ich mag sowas halt einfach nicht. Aber es gibt ja Leute, die davon richtig getriggert werden, vielleicht weil sie selber sowas Ähnliches erlebt haben oder sie sind halt einfach sehr empfänglich für solche Dinge und mögen das halt einfach nicht. Deswegen finde ich das immer gut, wenn sowas in Büchern drin steht. Und ja, das Buch ist echt harte Kost. Ich muss sagen, ich habe jetzt die ersten 90 Seiten gelesen. Bis jetzt gefällt es mir gut. Und ich bin gespannt, was da jetzt noch alles passiert in der Geschichte. Es geht hier um Jessie. Und Jessie, wie gesagt, wird mit 16 Jahren sehr, sehr stark misshandelt und kommt mit ihrem Leben nicht mehr zurecht. Und dann gibt es in dieser Geschichte noch Bane. Bane kennen wir schon aus dem dritten Teil. Und Bane versucht, ein Geschäft aufzubauen und braucht dafür einen Geldgeber. Und der Geldgeber ist der Stiefvater von Jessie. Und er sagt, hey, ich gebe dir das Geld für dein Projekt, wenn du es schaffst, meine Stieftochter ins Leben zurückzuholen. Also nicht jetzt sexuell gesehen, sondern einfach, dass sie raus aus dem Haus geht und einen Job nachgeht und einfach wieder anfängt, ein normales Leben zu führen, denn das tut sie nicht. Und ja, so treffen die beiden aufeinander und sie darf aber nichts von dem Geschäft erfahren. Und ja, es ist sehr, sehr spannend in der Geschichte. Es war gerade schon eine richtig heftige Situation auch noch, wo ich gerade so dachte, so Alter, was zur Hölle. Und ja, ein Hund wurde getreten. So wurde gerade in der Szene ein Hund getreten und das geht gar nicht. Sowas geht einfach nicht. Aber dem Hund geht's gut, glaube ich. Das war gerade echt schlimm für mich mit dem Hund. Ihr glaubt das nicht. Das ist wie bei Red Dead Redemption. Kennt ihr Red Dead Redemption, wenn man das spielt? Du knallst dort 150 Millionen Menschen ab, aber wehe, du erschießt Tier. Alle so, oh mein Gott, du kannst das Tier doch nicht erschießen. Aber erschieß ruhig die 20 Menschen. Das ist egal. Aber erschieß bloß nicht das Tier. So ging es mir jetzt hier in dem Buch und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, die Arme. Und dann in dem Moment, wo ich gelesen habe, dass der Hund getreten wurde, dachte ich so, ach du Gott, der Hund. Und sie war vergessen. Es tut mir sehr leid, aber das sind so die typischen Reaktionen einer Hundemutti. Ja, also wie gesagt, das habe ich angefangen zu lesen, die ersten 90 Seiten heute. Und das zweite Buch, was ich aktuell noch lese, ist Wenn der Sturm tobt von C.L. Wilson. Das ist der zweite Teil der Reihe. Da habe ich so die ersten 50 Seiten gelesen. Ich weiß nicht warum, ich habe angefangen das Buch zu lesen und auf einmal dachte ich so, ich habe gerade keine Lust mehr auf das Buch und das liegt jetzt seit Montag hier und ich habe einfach keine Lust auf diese Geschichte und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe den ersten Teil beendet und dachte so, geil, ich will gleich den zweiten weiterlesen und jetzt lese ich den ersten und denke mir so, ich habe keinen Bock. Und ich weiß nicht, woran das wirklich genau liegt. Ich will morgen auf jeden Fall gucken, dass ich da noch ein bisschen weiter lese. Aber ich dachte mir, bevor ich heute gar nicht lese, fange ich halt noch mit dem Sinners of Saint Buch an. Und ja, das sind die zwei Bücher, die ich aktuell gerade lese. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mich das letzte Mal gemeldet habe.
Ich habe auf jeden Fall übers Wochenende bis Montag noch den 6. Teil der Green Mountain Serie gelesen. Und ich muss sagen, der 6. Teil hat mir so gut gefallen. Da war der 4. ein Witz dagegen und der 5. auch. Also ich war ja von der Geschichte von Ella und Grayson echt schon so ein bisschen enttäuscht, weil ich einfach mir mehr davon versprochen hatte. Aber dafür hat es der Teil jetzt mit Charlie so was von wieder rausgerissen. Also das Buch war so toll. Und ich glaube, das merkt man auch daran, dass ich es in 2 Tagen gelesen habe. Also mir hat die Geschichte sehr, sehr gut gefallen. Und ja, der 6. Teil der Green Mountain Serie, whoop, whoop, ist voll mein Ding. Und ich muss sagen, da kommt auch wieder kein Drama am Ende. Ne? Also es ist ja dann eigentlich immer so, sie plänkeln rum und dann irgendwann kommen sie zusammen und dann kommt nochmal das große Drama und dann versöhnen sie sich wieder. Das ist ja eigentlich so Standard. Baukasten in jeder Liebesgeschichte. Aber das hatten wir hier halt nicht. Die haben halt sehr viel Geplänkel gemacht, sind halt Freunde geworden und er war so süß die ganze Zeit einfach nur. Und dann waren sie zusammen und er hat wirklich für diese Liebe gekämpft und dann war halt am Ende so eine Sache, wo man so dachte, so, oh, das könnte jetzt schief gehen, aber nein, es war alles gut und dann war die Geschichte auch zu Ende und es war so gut, dass dieses manchmal auch wirklich überflüssige Drama am Ende einfach nicht kam. Das hat mich so gefreut, dass das einfach nicht kam. Und ja, fand ich gut. I like. Ansonsten kann ich jetzt eigentlich auch lesetechnisch nichts weiter berichten. Ich bin momentan im Raft-Fieber. Ich weiß nicht, ob ihr Raft kennt. Das ist so ein Spiel für den PC. Da ist man auf so einem kleinen Flößchen und versucht zu überleben. Und dieses Spiel macht mich süchtig. Ey. Oh, ich habe gestern Abend und vorgestern Abend nur Raft gezockt. Ich habe nicht gelesen, gar nichts. Ich habe abends 4,5 Stunden Raft gezockt, bis ich dann wirklich ins Bett musste, weil es einfach viel zu spät war. Und das ist so übel. Also dieses Spiel hat mich gerade komplett gepackt, weswegen ich halt auch wahrscheinlich auch nicht so die Lust zum Lesen habe. Ja, aber egal. Heute habe ich gelesen, morgen werde ich auf jeden Fall lesen und Freitag wird dann wieder Raft gespielt. Und dann spiele ich auch nicht alleine, dann spiele ich wieder mit der Tina zusammen. Wupp, wupp. Dann machen wir unser Flößchen weiter und bauen das weiter auf. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich auch nicht viel Neues zu erzählen. Heute ist kein guter Tag für mich gewesen. Mir ging es heute nicht wirklich gut. Ich habe wieder mit meinem Rücken zu kämpfen, wie eigentlich immer. Aber heute war wieder so ein ganz, ganz schlimmer Tag. Aber jetzt habe ich nach Badewanne und Wärmepflaster geht so langsam wieder. Und ja, ansonsten ist hier bei mir auch nicht wirklich wieder irgendwie was passiert. Und nee, es ist nicht viel passiert. Ach, ich habe heute mit jemandem geschrieben über WhatsApp. Und falls ihr diesen jemand kennt, ich glaube, ich darf noch nichts verraten zu dem Ganzen. Wird euch vielleicht ein kleiner Hund, den ihr kennt, bei dieser Person demnächst mal über den Weg laufen? Also haltet die Augen offen. Vielleicht erkennt ihr diesen einen kleinen besagten Hund, ja, der euch bei dieser einen besagten Person auf Instagram oder so vielleicht mal bald über den Weg läuft. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut heute, als ich diese WhatsApp bekommen habe. Und ja, ich stehe jetzt mit dieser Person noch in Kontakt. Also heute nicht mehr, ich gehe jetzt ins Bett. Aber ich denke mal, wir werden da die nächsten Tage noch mal ein bisschen schreiben. Ja, mehr darf ich euch dazu leider noch nicht verraten. Aber sobald ich euch was verraten darf, seid ihr natürlich die Ersten, die davon erfahren. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt am Freitag oder Samstag nochmal einen Eintrag für das Weekly Reading und dann beende ich das an dieser Stelle. Ich glaube, dieses Video wird schon wieder extrem lang. Ich glaube einfach zu viel Dünnschiss zwischendurch. Ich muss mir das echt mal abgewöhnen. Ja, ansonsten würde ich sagen, melde ich mich Samstag nochmal. Mal gucken, wie weit ich dann mit den beiden Büchleins bin. Vielleicht habe ich sie ja dann das ein oder andere schon wenigstens bis zur Hälfte gelesen. Mal gucken. Und ja, mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Ich würde sagen, bis gleich. Hallo ihr Lieben, heute ist Dienstag, der 28. Mai und das wird jetzt der letzte Eintrag für dieses Weekly Reading, denn ich werde jetzt gleich mich an den Rechner begeben und das Weekly Reading dann auch noch schneiden, weil ich soll morgen online gehen. Das heißt, ich habe heute noch ein bisschen was zu tun. Ich muss aber heute auch noch Kleider anprobieren, die ich bestellt habe, für eine Hochzeit, wo ich eingeladen bin. Und ja, so ist das halt immer. Ich dachte mir trotzdem, ich melde mich nochmal kurz. Ich habe gerade ein Video gedreht und zwar das Video für Sonntag. Da kommt meine Buchvorstellung, wartet, zu dem Schätzchen hier online.
Und zwar ist das Greatest Darkness Split My Soul. Und diese Buchvorstellung ist mit einem Unpacking verbunden. Denn ich habe das Buch als E-Book gelesen und die liebe Niki hat mir jetzt das richtige Buch noch zugeschickt. Und in dem Paket waren noch ganz viele tolle, lustige andere Sachen. Deswegen, wenn euch interessiert, was in dem Paket drin war, schaut am Sonntag auf jeden Fall vorbei. Ich kann nur sagen, ich habe mich hier 5 Minuten weggefeiert und musste mal eine Drehpause machen, weil ich nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr. Ich habe so gelacht. Ich verrate euch jetzt aber nicht, was da drin war, was mich so zum Lachen gebracht hat. Denn nein, das verrate ich euch einfach nicht. Dann müsst ihr das Video von Sonntag gucken, wenn ihr das wissen wollt. Und da sage ich dann auch noch was zu Greatest Darkness. Deswegen werde ich jetzt an dieser Stelle nichts weiter sagen, außer dass mir das Buch im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Es eine gute Liebesgeschichte ist, die ein bisschen strange ist vom Ansatz her, die ein bisschen einen ernsteren Hintergrund auch hat. Und ja, dafür, dass es Niki ihre erste Liebesgeschichte ist und der erste Roman für Erwachsene, in Anführungsstrichen, den sie ja geschrieben hat, weil Niki schreibt ja sonst eher Jugendromane, finde ich, hat sie das wirklich super gemacht. Und ich fand Greatest Darkness wirklich toll. Ich werde den zweiten Teil auf jeden Fall lesen. Ich bin gespannt, wie es mit Emilia und Luke hier weitergeht, denn das Ende hat schon echt einen fiesen Cliffhanger. Deswegen, ja, seid gespannt auf mein Video von Sonntag. Wie gesagt, dann erzähle ich auch mehr zum Buch, zur Geschichte und wie mir das Ganze gefallen hat. Und ja, feiere mich tot wegen dem Paket von Niki. Ansonsten kann ich euch, was das Lesen betrifft, nur sagen, ich lese aktuell gerade Neighbor's Dearest. Habe ich gestern angefangen, bin ich auf Seite 53. Eigentlich wollte ich als nächstes lesen, Wenn der Sturm tobt, aber ich kann an dieses Buch gerade nicht ran. Ich nehme das in die Hand, fange an zu lesen und denke so, nee, ich habe keine Lust. Deswegen lese ich jetzt erst nochmal Neighbor's Dearest und danach dann irgendwann, wenn der Sturm tobt, das Buch rennt ja Gott sei Dank nicht weg. Ich war gestern, wo ich angefangen habe, das Buch zu lesen, so ein bisschen irritiert erstmal und dachte so, warte mal, die Namen kommen dir irgendwie bekannt vor? Und dann fiel mir ja ein, dass ich vor ungefähr 2 Jahre sind es, glaube ich, da habe ich mit Sinas Stepbrother Dearest ja gelesen von Penelope Ward und da ging es um Alec und Greta. Und Alec hatte ja in der Geschichte eine Freundin, die er ja dann für Greta verlassen hat. Und um diese Freundin geht es jetzt hier in Neighbor's Dearest. Und zwar ist das Chelsea und ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das Buch ganz gut. Es ist schon ein bisschen was Lustiges auch passiert. Ich möchte dann heute auf jeden Fall noch weiterlesen, wenn ich es dann schaffe. Denn wie gesagt, ich muss noch schneiden. Und ja, mehr kann ich dazu auch noch gerade noch nicht sagen, außer dass es bisher ganz cool ist. Es ist ja immer, finde ich, am Anfang der Geschichte schwierig irgendwie was dazu zu sagen. Ich kann euch nur so viel sagen, in dem Buch geht es wie gesagt um Chelsea, die Ex-Freundin von Alec, und die kommt mit der Trennung überhaupt nicht klar. Weil sie hat halt gedacht, das wäre zwischen ihr und Alec so für immer und er liebt sie über alles, große Liebe, Heirat, Kinder, hast du nicht gesehen, und dann hat er sie halt wegen Greta sitzen lassen. Und sie versucht das Ganze halt noch zu verarbeiten, kommt aber darüber nicht hinweg. Und ja, zieht dann in ein neues Haus auch und lernt dann dort ihren Nachbarn Damien kennen. Und Damien ist ein ziemlicher Macho, ein Großkotz, ein kleines Arschloch, und Damien schafft es dann aber, sie irgendwie davon zu überzeugen, dass das A, alles nicht ihre Schuld ist, und B, dass man drüber hinwegkommen kann. Und ja, was dann mit den beiden so passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und wie gesagt, bisher die ersten 50 Seiten haben mir gut gefallen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ansonsten bin ich heute schwach geworden. Ich war in der Buchhandlung und habe ein Buch gekauft. Falling Fast von Bianca Iosibuni. Ich musste dieses Buch einfach haben, auch wenn ich es jetzt nicht gleich lesen werde. Ich musste es einfach besitzen, ich wollte es haben und ja, habe es mir deswegen heute gekauft in der Mittagspause. Sie hatten es Gott sei Dank da, und wie mir das Buch dann gefallen hat, werde ich euch sagen, wenn ich es gelesen habe. Aber ich finde das Cover schon mal mega schön, ne? Also, da hat der Lux Verlag echt mal hier wieder einen rausgehauen mit den Covern im Moment. Mega, mega schön. Ja. Ansonsten, was das Lesen betrifft, ich habe Broken Love gelesen, den vierten Teil der Sinners of Saint-Reihe. Puh, dieses Buch war echt schwere Kost für mich, denn in diesem Buch geht es auch um Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch und Alter, ihr wisst, das ist nicht mein Thema, und deswegen war dieses Buch echt schwere Kost für mich. Aber ich habe es gelesen, ich bin auch froh, dass ich es gelesen habe. Der vierte Teil war jetzt für mich nicht so gut wie der dritte, war aber auch ein gutes Buch. Also der dritte Teil des Sinners of Saint-Reihe hat mir einfach von allen am besten gefallen. Eddie und Trent war einfach mein Pärchen. Und ja, der vierte Teil, wie gesagt, den fand ich auch gut. Ansonsten, was habe ich denn noch gelesen? Ich habe doch noch irgendwas beendet. Ach ja, ich habe am Wochenende das neue Buch von der Jackie Fellgood gelesen. Und zwar ist das Home Sweet Home. Das Buch kommt nächste Woche Mittwoch raus, also am 5. Juni.
Ich kann deswegen auch noch nicht wirklich was zum Buch sagen. Ich kann nicht ja hier das Cover mal einblenden. Ich kann nur sagen, dass es eine Liebesgeschichte ist und dass sie in New York spielt. Yay! Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Mehr dann dazu im Video, was nächste Woche Mittwoch online geht. Und ja, das habe ich noch gelesen am Wochenende. Und habe ich noch irgendwas gelesen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr bei meinem letzten Update, was ich da gerade gelesen habe. Wartet mal. Goodreads wird es mir sagen können. Ach ja, den sechsten Teil von der Green Mountain Serie habe ich gelesen. Den fand ich wirklich richtig süß. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Wellen singen habe ich gelesen. Das fand ich auch richtig toll. War aber nicht so gut wie Der Winter erwacht. Also Der Winter erwacht, da ging einfach nichts drüber. Ne? Ja, wie gesagt, Die Wellen singen habe ich gelesen. Da, wo ich jetzt den zweiten Teil gerade irgendwie nicht lesen kann. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das spricht mich einfach gerade nicht an. Ich weiß nicht, warum. Naja, auf jeden Fall ist das so der aktuelle Lesestand. Ich hatte ja vorgestern meinen Hangout mit den Neuerscheinungen. Da habe ich jetzt einfach mal in den Raum geworfen, dass ich am 9. Juni, also jetzt nicht den Sonntag, sondern den Sonntag danach, das Leselistenvideo mache und dass ich kein Video mache, sondern ein Hangout zu der Leseliste mache, weil dann könnt ihr mir direkt Fragen zur Leseliste auch nochmal so stellen. Und ja, das habe ich noch am Wochenende gehabt. Die Neuerscheinung im Hangout habe ich gemacht. Das war ein mega cooles Hangout. Es ging viel länger, als ich gedacht habe. Und ich bin vom 100. ins 1000. gekommen, weil immer irgendwer was geschrieben hat zwischendurch und gefragt hat. Und ich fand es voll cool, weil ich finde, es war eine richtig schöne Interaktion, auch wenn ich ziemlich verpeilt war am Sonntag. Ich war sonntags sowas von verpeilt, das ging gar nicht. Und ja, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war wie immer sehr nervös im Hangout. Ich bin immer nervös im Hangout. Und ja, es war aber cool. Ja, und weil mir das Sonntag so viel Spaß gemacht hat, machen wir die Leseliste jetzt auch im Hangout. Wie gesagt, dann könnt ihr eure Fragen gleich loswerden und ich kann euch das besser erklären. Und es ist ja jetzt keine riesen mega Excel-Liste, aber ich wollte sie euch halt zeigen, weil viele von euch sie sehen wollten. Wie gesagt, diese Liste ist nicht in Stein gemeißelt, da kann sich immer mal noch was ändern und verschieben. Aber da habt ihr mal einen groben Überblick, was ich so das restliche Jahr lesen werde. Und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Ach ja, doch, vielleicht, wir waren gestern beim Tätowierer. Ich weiß nicht, wer von euch es auf Instagram gesehen hat. Mein Mann und ich, wir haben uns tätowieren lassen. Und ja, ich kann euch das Motiv ja mal zeigen. Wartet, also hier ist ja Milo auf dem Unterarm. Also, ne, hier so, da ist Baby. Und hier habe ich jetzt ihn. Einen kleinen Wall-E. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was mein Mann für ein Motiv hat. Und ja, ich finde, er ist mega, mega schön geworden. Und es ist gerade noch ziemlich aua, es tut noch ganz schön weh. Aber es war ja halt auch erst gestern, das dauert jetzt halt wieder 2-3 Tage, dass alles abgeheilt ist. Es ist halt auch noch ganz schön rot, finde ich. Ich glaube, das sieht man in der Kamera nicht so, dass das so rot ist. Und ja, ich freue mich aber sehr darüber. Ich freue mich auch, dass das so schnell geklappt hat. Wir hatten ja echt Glück, dass unsere Tätowiererin, das war übrigens auch die, die Milo gestochen hat, dass die noch einen Termin frei hatte, weil jemand abgesprungen ist, sonst hätten wir bis August warten müssen. Und tätowieren im Hochsommer, wenn das so richtig heiß ist, das macht einfach keinen Spaß. Und ja, deswegen bin ich froh, dass wir jetzt den Termin bekommen hatten, dass das jetzt bis zum Sommer alles noch schön abheilen kann. Und ja, ich bin mega happy damit. Wie gesagt, ich finde, der sieht mega schön aus, den hat sie super hingekriegt. Und ja, haben Schatzi und ich uns halt ausgesucht. Wir wollten halt gerne noch sowas wie ein Partner-Tattoo haben. Eigentlich ist das hier ja auch schon sowas wie ein Partner-Tattoo, denn er hat auch in einem seiner Tattoos ein Unendlichkeitszeichen versteckt. Aber ich wollte halt gerne was richtig noch so für uns haben. Und ja, da haben wir uns halt für Wall-E und Eva entschieden. Die Gründe, wieso, weshalb, warum, die verrate ich euch nicht. Das ist Privatsache. Aber ja, ich finde, der ist voll schön geworden. Wie gesagt, ich bin mega happy damit. Ich bin auch froh, dass wir den Kopf größer gemacht haben. Denn eigentlich hat Wall-E einen kleineren Kopf. Also der ist eigentlich 25% kleiner. Aber ich wollte, dass der halt so ein bisschen niedlicher aussieht. Und dann hat sie gesagt, wir machen einfach den Kopf ein bisschen größer. Und ich bereue es nicht, dass wir den Kopf größer gemacht haben. Ich finde, der sieht so echt richtig posierlich aus. Und ja, das haben wir gestern noch getan. Und ansonsten gibt es jetzt nichts weiter zu berichten. Ich werde jetzt Kleider anprobieren und gucken, ob ein Kleid für die Hochzeit dabei ist. Denn ich besitze ja nicht viele Kleider. Und das eine Kleid, wo ich sage, das würde ich vielleicht anziehen, da merke ich schon, dass ich in den letzten 8 Jahren doch irgendwie 5 Kilo zugenommen habe.
Und bei dem anderen Kleid weiß ich nicht. Da bin ich gerade nicht so zufrieden mit. Ich möchte einfach ein neues Kleid. Deswegen werde ich jetzt Kleider anprobieren und noch mit meinem Spielzeug, was im Paket war, spielen. Ich kann mich immer noch so darüber totfeiern. Ey, Niki, wirklich, da hast du einen rausgehauen, falls du das siehst. Ich könnte mich darüber zerhacken, über das, was hier in diesem Paket drin ist. Und ja, mehr gibt es jetzt an dieser Stelle nicht zu erzählen. Ich weiß noch nicht, wann ich das nächste Weekly Reading starte. Das geht ja bei mir inzwischen immer so 2, 3, 4 Wochen. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt hier schon wieder geht. Ich glaube auch fast 4 Wochen. Und ja, vielleicht fange ich am Wochenende gleich ein neues Weekly Reading an. Schauen wir mal. Und mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.